Jona Kassettendienst. Sie hören eine Sendung, die der Evangeliumsrundfunk ausgestrahlt hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Programm, das Sie empfangen, wurde vom Evangeliumsrundfunk in Wetzlar zusammengestellt. Wir begrüßen Sie dazu recht herzlich und wünschen Ihnen reichen inneren Gewinn. Hören Sie zunächst den Wetzlarer Jugendchor mit dem Lied »Wir wollen uns von Herzen lieben, wie uns der Herr geboten hat«. Lasst uns nicht viele Worte machen, wir wollen uns lieben mit der Tat. Wir wollen uns von Herzen lieben. Erste Liebe ist sicher die Liebe zu den Feinden. Man muss schon sehr reif sein im Glauben, wenn man für einen Feind aus freiem und aus redlichem Herzen heraus etwa Fürbitte tun kann. Ein solches Gebet zeugt von sehr großer Liebe. Sicher ist es eines der tiefsten und echtesten Gebete für seine Gegner, Fürbitte zu tun, auch wenn es dem Beter zunächst schwerfällt, auch wenn es schwerfällt, daran zu glauben, dass Gott es mit den Menschen, die gegen uns sind, ebenso gut meint wie mit uns. Vielleicht, liebe Hörer, sind Sie immer dann, wenn von Gottes Liebe die Rede ist, leicht unzufrieden, einfach weil Sie spüren, dass Ihr Herz dabei kalt und gefühllos ist. Ein solcher Zustand mag viele Gründe haben. Einer der Gründe, vielleicht sogar einer der Hauptgründe, mag darin liegen, dass Sie eben dann, wenn von Gottes Liebe die Rede ist, an jemanden erinnert werden, der Ihnen persönlich das Leben schwer macht. Abneigung, Antipathie oder sogar Hass entsteht. Gleichzeitig aber spüren Sie, dass das nicht mit vielen Aussagen im Neuen Testament sich vereinbaren lässt. Und so heißt es zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, in den Versen 8 und 9, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. Und so ähnlich heißt es zum Beispiel auch im Matthäus-Evangelium, im 5. Kapitel in den Versen 44 und 45. Dort sagt Jesus, ich sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen.
bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir verlesen nun dazu einen Beitrag von Pfarrer Hans Behringer aus Mengersdorf. Und wenn uns einer das Leben schwer macht. Liebe Hörer, wie verkraften Sie das, wenn Sie in Ihrer Umgebung erleben und erleiden, dass jemand feindselig gegen Sie arbeitet? Ein Mitarbeiter vielleicht oder ein Nachbar, ein Vorgesetzter oder ein Angestellter. Dieses üble Reden über Sie, diese Kälte, wenn Sie ihm begegnen, wenn Sie immer deutlicher merken, dass er Sie am liebsten nicht mehr sehen möchte. Vielleicht haben Sie gerade etwas gehört, was er betreibt gegen Sie, hinterhältig oder offen. Die Gefahr für Sie ist dabei, dass Sie heimlich und schweigend darunter leiden. Oder dass Sie gegen ihn losfahren, Schimpfwort gegen Schimpfwort, Hass gegen Hass. Da kann ein Unglück passieren, ein Unglück, wie wenn jemand mit seinem Auto bei Rotlicht einfach weiterfährt, einfach drauf losfährt. Viele von Ihnen, liebe Hörer, sind Autofahrer. Was raten Sie denn, was einer machen soll, wenn er im Straßenverkehr plötzlich vor die rote Ampel kommt? Sie werden sagen, halten, auf die Bremse treten. Durch das rechtzeitige Bremsen kann er vor einem aufregenden, tragischen Unfall bewahrt werden. Übertragen Sie nun diese Regel in Ihren Tageslauf. Wenn Ihnen jemand mit seiner giftigen Bosheit in den Weg tritt, so bedeutet das Rotlicht für Sie. Das heißt Halt. Hier ist höchste Gefahr für mich. Jetzt ist Rotlicht. Jetzt nicht drauf losfahren. Jetzt gilt für Sie, dass Sie etwas ganz Bestimmtes tun. Was denn? Was für den Autofahrer das Bremsen ist, das ist für Sie das Segnen. Jesus sagt, segnet, die euch fluchen. Ich weiß, es ist nicht leicht, das in der gegebenen Situation wirklich zu tun und möglichst sofort zu tun. Also wirklich nicht erst drauf losfahren, nicht erst lange sich ärgern. Das will geübt werden. So schnell klappt das nicht. Aber es ist das Beste, was wir tun können. Auf einer kurzen Bibelfreizeit, wo wir darüber sprachen, sagte jemand, das nehme ich jetzt als Hausaufgabe mit heim. So wollen auch wir es heute machen, ich auch. Segnet, die euch fluchen. Segnet, was ist das eigentlich? Gottes gnadenreiche Kraft auf jemanden herabwünschen, las ich darüber. Wenn Sie im Ernstfall etwa so für ihn beten, Herr, tu ihm wohl an Leib und Seele, da werden Sie merken, wie schwer das Ihnen fallen kann. Wir sind von Natur eher bereit mitzumachen, wenn Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, deinen Feind hassen, das geht uns im Ernstfall leichter ein. Den, der so hässlich ist gegen uns, der uns so viel Böses angetan hat und der nichts danach gefragt hat, wie es uns dadurch geht, wie wir darüber hinwegkommen, ob wir nicht vielleicht daran zerbrechen. Den sollen wir lieben, ja sogar für ihn bitten, dass Gott ihm wohl tue auf allerlei Weise. Ich könnte es verstehen, wenn jemand sagt, wie kann man das von mir verlangen? Kennen Sie die Verbitterung, lieber Hörer, die sich einem wie ein eiserner Ring um die Brust spannen kann? Eine Frau hatte ich gefragt, haben Sie jedem Menschen vergeben? Da brach es aus ihr heraus, kann man da vergeben, wenn einem die eigenen Kinder angespuckt werden? Hier geht es um das Vergeben. Das ist aber noch nicht das, was Segnen ist. Ich segne dich im Namen Jesu. Herr, lass deine Segnungen über diesen Menschen kommen. Ja, über diesen, gerade über ihn. Prüfen Sie einmal, lieber Hörer, wo Sie einen Menschen, einen solchen Menschen, so bewusst gesegnet haben. Wo Sie sich zu solchem Segnen überwunden haben. Tut wohl denen, die euch hassen, sagt Jesus. Bittet, fleht für die, die euch beleidigen und verfolgen, die euch bedrohen, misshandeln, beschimpfen. Und Petrus schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Schelten heißt schimpfen. Schimpfen? Gibt es das in unseren christlichen Häusern und Ehen und Betrieben, bei Ihnen daheim? Sondern im Gegenteil heißt es hier, im Gegenteil segnet, seid Segnende. Herr, tu ihm Gutes an seinem Leib, in seinem Beruf, in seiner Familie, an seiner Seele. Lass mich nicht nur reden, Herr, gib mir Kraft zur Tat.
gib, dass mein Tun für jeden eine klare Botschaft hat. Gib, dass mein Tun für jeden eine klare Botschaft hat. Herr, lass mich nicht nur singen, wenn mir die Welt gefällt. Bring du mein Herz zum Klingen, wenn mich das Leben quält. Bring du mein Herz zum Klingen, wenn mich das Leben quält. Herr, lass mich nicht nur beten, wenn meine Kraft versagt. Lass mich auch mit dir reden, wenn mich kein Kummer plagt. Lass mich auch mit dir reden, wenn mich kein Kummer plagt. Herr, lass mich nicht nur lieben, wo man mich wieder liebt. Lass mich auch Liebe üben, wo man mir Schläge gibt. Lass mich auch Liebe üben, wo man mir Schläge gibt. Herr, ich will dir gehören, nicht nur, wenn ich es mag. Dich soll mein Leben ehren, dir gehört jeder Tag. Dich soll mein Leben ehren, dir gehört jeder Tag. Liebe Hörer, hier merken Sie, dass ein solches Leben, ein Leben, in dem das Segnen ausgeübt, praktiziert wird, dass ein solches Leben etwas ganz anderes ist als nur das übliche Besuchen des Gottesdienstes, das Mitsingen beim Kirchenchor, das Mitblasen beim Posaunenchor, das Teilnehmen am Hausbibelkreis. Dass es nicht missverstanden wird, das ist alles gut und soll unbedingt von jedem weitergepflegt werden. Es ist doch etwas anderes als fromme Lieder singen und die tägliche Andacht daheim halten. Auch hier rate ich Ihnen dringend, lassen Sie nichts von alledem weg. Aber das merken Sie, ein segnendes Leben ist ein noch ganz anderes, viel intensiveres Leben mit Jesus. Es kann noch ganz andere Folgen und Wirkungen haben für Sie selbst, der Sie der Segnende sind, und auch für den, den Sie segnen im Namen Jesu. Es ist ein großer Schritt weiter als die landläufige, übliche Frömmigkeit. Ärzte, die diese Andacht vielleicht mithören, werden denken, wenn meine Patienten ihr Leben so führten, würden manche von ihnen von selbst gesund. Und manche Ehe würde dadurch heil werden. Fragen Sie doch selbst Ihren Arzt, lieber Hörer, ob ein solches segnendes Leben Ihrer Gesundheit schadet oder nützt. Ihrem Blutdruck, Ihrem Herzen, Ihren Nerven, Ihrer Leber. Und wenn Sie einsteigen in dieses neue segnende Leben im Namen Jesu, wer weiß, ob der Arzt nicht nach einiger Zeit dieses oder jenes Medikament bei Ihnen absetzen kann. Vielleicht macht sich jemand die Mühe, nachzusuchen, etwa in einer Konkordanz, wo in der Heiligen Schrift das Wort Segen oder Segnen vorkommt. Im Neuen Testament finden wir den Satz, die Erde empfängt Segen von Gott. Im Buch Hiob lesen wir, und der Herr segnete Hiob nachher mehr denn zuvor, dass er bekam 14.000 Schafe. Also großen Erfolg in der Viehzucht. Überlegen Sie, was im 1. Mose 49 geschrieben steht. Von deines Vaters Gott ist dir geholfen, Josef, und von dem Allmächtigen bist du gesegnet, mit Segen von oben, vom Himmel herab, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Bitte, liebe Hörer, schauen Sie die Kinder, die Sie haben, mit solchen Augen an. Segen Gottes in Ihre Hände gegeben. Und haben Sie auch schon überlegt, dass ein Mensch einem anderen in ganz besonderer Weise zum Segen werden kann? Sie finden das in der Jakobsgeschichte. Laban sagt zu seinem Neffen Jakob, ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. So könnten wir fortfahren, liebe Hörer, und einander vorlesen, was der Inhalt dessen ist, was Gott Segen heißt.
Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden, heißt es in einem Psalm. Und im Epheserbrief schreibt Paulus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Der Segen Gottes reicht also von einer erfolgreichen Viehzucht bis zu dem geistlichen Segen in himmlischen Gütern. Von Gott erwählt und zu seinem Kind und Erben bestimmt durch Christus. Das brauchen wir zum Leben und zum Sterben, auch zum Sterben, dass sie einmal bei dem Herrn sein dürfen, alle Zeit. Freilich viele machen sich darüber kaum Gedanken, aber Paulus schreibt von sich, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich nehme an, dass Sie, liebe Hörer, bewusst mit Jesus leben wollen, dass Sie dafür danken, dass Jesus Sie durch sein Blut erlöst hat und dass Sie Kind Gottes und darum auch Erbe sind. In Matthäus 25 lesen wir, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Haben Sie schon einmal überlegt, liebe Hörer, womit Sie das verdient haben, das Reich Gottes erben, die Herrlichkeit sehen? Im 1. Petrusbrief steht, wisst, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Wisst, also macht euch das bewusst, womit haben sie das verdient? Jemand schreibt, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Vielleicht können auch Sie hier einstimmen. Eine Schülerin in der Realschule sagte, ich könnte vor mir ausspucken. Es kommt darauf an, wie weit ein Mensch Licht über sich selbst hat. Und wie weit er Erfahrungen gemacht hat mit sich selbst, vielleicht schmähliche Erfahrungen. Kennen Sie etwas davon, lieber Hörer? Und einen solchen Menschen, als den Sie sich kennengelernt haben, aber in dem Jesus wohnt, hat der allmächtige Gott dazu berufen, dass er den Segen erbt. Jesus selbst hat uns den Segen erworben dadurch, dass er am Kreuz für uns geopfert wurde, nach dem Willen des Vaters. Darum, segnet, lebt als Segnende. Gott hat auch für Sie nicht Zorn, sondern Segen, nicht Vergeltung, sondern Vergebung. Darum vergelten auch Sie nicht Böses mit Bösem, noch Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Vielleicht haben Sie heute noch oder gleich morgen eine handgreifliche Gelegenheit, dies so zu tun. Paulus schreibt, schilt man uns, so segnen wir. Das geschieht ganz praktisch mitten in unserem Tageslauf. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das sind die Geheimnisse des Reiches Gottes auf unserer Erde, hier mitten unter uns. Ja, oft ist es für einen Menschen ganz nüchtern das Geheimnis der Lebensbewältigung überhaupt. Mancher hat schon gelitten, weil er sich in diese Anweisungen nicht reinschicken konnte. Segnen Sie aber immer im Namen Gottes, im Namen Jesu, im Namen des Herrn. Sagen Sie, Herr, ich segne diesen Menschen in deinem Namen. Oder sagen Sie unter Umständen auch einmal zu jemandem, ich segne dich im Namen Jesu. Und rechnen Sie mit der vollen Auswirkung dieses Segens Gottes. Das ist nicht nur ein frommes Sprüchlein. Da geschieht etwas, da lässt Gott etwas geschehen. Herr, wir bitten, komm und Komm und segne uns.
rechnen Sie mit der vollen Auswirkung dieses Segens Gottes. Und segnen Sie nicht nur Ihre Feinde, segnen Sie ebenso Ihre Freunde und Ihre Brüder und Schwestern in der Gemeinde, Ihren Chef, Ihren Angestellten, segnen Sie Ihren Kameraden, auch Ihre Kinder und auch Ihren Ehegatten, erst recht, wenn Sie einmal gegen ihn ärgerlich sind. Merken Sie, wie das überall in Ihren Tageslauf eingreift, wo wir oft gar nicht dran gedacht hatten. Sie können einem Menschen beim Segnen auch die Hand auf den Kopf legen, wie wir es von Jakob lesen. Da streckte er seine Hand aus und legte sie auf das Haupt Ephraims. Von Jesus ist berichtet, man brachte Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Er schloss sie in seine Arme und segnete sie, indem er ihnen die Hände auflegte. Genieren Sie sich da nicht. Ich habe manchmal gesehen, wie eine Mutter ihrem inzwischen größer als sie gewordenen Sohn die Hände auf den Kopf legte, wenn er wieder fortging. Der Herr Jesus segne dich. Man wird es keinem aufzwingen und man soll keinem die Hände zu bald auflegen. Das schreibt Paulus an Timotheus. Das ist auch zu bedenken. Aber ich weiß auch, dass in Markus 16 geschrieben steht, auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Was könnte hier vielleicht von manchen Hörern berichtet werden über die Wirkungen, die Gott durch das Segnen hat eintreten lassen? Wo es wirklich getan, nicht nur gelesen und nicht nur gehört wurde. Segnet, die euch fluchen, liebt eure Feinde, segnet und wisst, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Aber eben segnet und flucht nicht, liebe Hörer. So jemand spricht, ich liebe Gott und hasse doch seine Brüder, wer treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz nah nieder. Gott ist die Liebe und will, dass ich den Nächsten liebe gleich als mich. Wer dieser Erde Güter hat und sieht die Brüder leiden und macht die Hungrigen nicht satt, lässt Nackende nicht leiden, wer ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht. Wer seines Nächsten Ehre schmeckt und gern sich schmälen höret, sich freut, wenn sich sein Feind vergibt und nicht zum Besten kehret, nicht dem Verleumder widerspricht, er liebt auch seinen Bruder nicht. Wer habet ist, ihn anzuflehen, ein dürftiger erscheinet, nicht ein dem Armen beizustehen, der im Verborgenen weinet, nicht gütig forscht, was ihn gebricht, er liebt auch seinen Nächsten nicht. Wir haben einen Gott und Herrn, sind eines Leibes Glieder, drum diene deinem Nächsten gern, denn wir sind alle Brüder. Gott schuf die Welt nicht bloß für mich, mein Nächster ist sein Kind wie ich. Ein Heil ist unser aller Gut, ich sollte
und wenn uns einer das Leben schwer macht. Zu diesem Thema verlasen wir einen Beitrag von Pfarrer Hans Behringer aus Mengersdorf. Damit, liebe Hörer, ist das Programm des Evangeliumsrundfunks beendet. Gott segne Sie. Wir sagen jetzt auf Wiederhören.